Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema Payment Channel und der Skalierung. Kommen wir nun zu einem fundamentalen Problem der Blockchain-Technologie. Die Skalierbarkeit. Blockchains wachsen kontinuierlich, wie man hier in der Grafik sieht, da jede Transaktion gespeichert werden muss. Bei Bitcoin, hier oben, sehen wir ein lineares Wachstum, da die Blockgröße begrenzt ist. Bei Ethereum sieht es ähnlich aus, aber hier ist die Blockgröße entsprechend der Nachfrage und je größer die Nachfrage, desto größer ist auch die Blockgröße, aber hier sehen wir mehr oder weniger ein lineares Wachstum. Dieses stetige Wachstum führt zu mehreren Problemen. Zunächst benötigen wir immer mehr Speicherplatz, um die komplette Blockchain zu speichern. Full Nodes, die die gesamte Chain speichern, werden dadurch immer ressourcenintensiver zu betreiben und dies gefährdet die Dezentralisierung, da weniger Teilnehmer in der Lage sind, ein Full Node zu betreiben. Die obere Grafik zeigt die Größe der Bitcoin-Blockchain, die momentan bei mehr als 610 GB ist. Bei Ethereum sieht der Verlauf, wie gesagt, ähnlich aus. Wenn man ein Archive-Node betreibt, dann braucht man 20 Terabyte. Hier ist man bei 20.000 GB, das sind 20 Terabyte. Wobei man bei Ethereum auch prunen kann. Das heißt, nicht mehr benötiger State kann gelöscht werden und dann muss man nur ungefähr 1 Terabyte an Daten speichern. Auch die Transaktionsgeschwindigkeit ist ein kritischer Faktor. Bitcoin kann beispielsweise etwa nur 7 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, Ethereum etwa 15, zum Vergleich Visa bewältigt durchschnittlich 1700 Transaktionen pro Sekunde und kann bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, das während der Weihnachtszeit. Und für eine breite Adoption von Blockchain-Technologien in alltäglichen Zahlungssituationen ist diese Beschränkung ein erhebliches Hindernis. Darüber hinaus steigen bei hoher Netzwerkauslastung die Transaktionsgebühren, was die Nutzung für kleinere Zahlungen unwirtschaftlich macht. Ein Kaffee für 3 Euro mit Bitcoin zu bezahlen, macht wenig Sinn, wenn die Transaktionsgebühr bei 5 Euro ist. Und diese Herausforderungen haben zur Entwicklung verschiedener Skalierungslösungen geführt. Eine davon werden wir uns in dieser Vorlesung im Detail anschauen. Schauen wir uns nun an, wie man Blockchain skalieren kann. Das grundlegende Problem ist das kontinuierliche Wachstum der Blockchain, da jede Transaktion gespeichert werden muss. Bei Bitcoin sehen wir hier ein lineares Wachstum und bei Ethereum sieht es auch nach einem linearen Wachstum aus, aber eben dort entspricht das Wachstum eher der Nachfrage. Und für dieses Skalierungsproblem gibt es 2 mögliche Ansätze, den Layer 1 Ansatz und den Layer 2 Ansatz. Der Layer 1 Ansatz, das bezieht sich direkt auf die Verbesserung der Blockchain. Zum Beispiel kann das mit Sharding gemacht werden. Sharding teilt die Blockchain in mehrere Teilketten auf, sodass nicht mehr jeder Node alle Daten speichern muss. Ethereum hat Sharding zwar lange geplant, aber bisher noch nicht implementiert. Dann gibt es Protokollverbesserungen wie zum Beispiel SegWit und Taproot bei Bitcoin. Die optimieren die Datenstruktur der Transaktionen und sparen Speicherplatz. Und was auch noch möglich ist, sind zum Beispiel Zero-Knowledge-Proofs verwenden, die ermöglichen es, Transaktionen zu validieren, ohne alle Details zu kennen. State Pruning ist auch noch eine Möglichkeit, reduziert den Speicherbedarf, indem alter nicht mehr benötiger State gelöscht wird. Und DAG-Strukturen, also Direct Acyclic Graphs, erlauben mehrere parallele Transaktionsverarbeitungen statt sequenzieller Blöcke und das hilft bei der Transaktionsgeschwindigkeit.
Kommen wir nun zur Layer-2-Lösung und dort gibt es auch einige Ansätze. Und zwar gibt es Payment Channels oder State Channels. State Channel, das ist der generelle Ansatz. Payment Channel bezieht sich auf das Payment und die werden wir gleich besprechen. Das ermöglicht beliebig viele Transaktionen zwischen zwei Parteien, ohne jede davon in der Blockchain zu speichern. Das Lightning-Netzwerk verbindet zum Beispiel viele Payment-Channels zu einem Netzwerk. Rollups bündeln viele Transaktionen zu einer einzigen On-Chain-Transaktion und Sidechains sind separate Blockchains mit eigenen Regeln, die mit der Hauptchain verbunden sind. Plasma-Chains zum Beispiel sind hierarchische Sidechains, die durch Smart Contracts gesichert sind. Und wie gesagt, State Channels erweitern das Konzept der Payment Channels mit beliebigen Smart Contract Interaktionen. Lassen Sie uns nun einen dieser Ansätze im Detail betrachten. Payment Channels. Diese Layer 2 Lösung ermöglicht es, beliebig viele Transaktionen zwischen zwei Parteien durchzuführen, ohne die Blockchain zu belasten. Der erste Schritt ist das Öffnen des Payment Channels. Alice zahlt einen Bitcoin in diesen Payment Channel ein, der durch einen 2 von 2 Multisig Contract gesichert ist. Das heißt, nur wenn beide Signaturen drin sind, kann diese Transaktion ausgelöst werden. Das heißt, es braucht immer eine Signatur von beiden. Zu Beginn zahlt Alice einen Bitcoin in diesen Multisig-Contract ein und Bob muss zunächst keine Einzahlung tätigen. Wichtig hier ist, sollte ein Timeout passieren, dann erhält Alice den Bitcoin wieder zurück und der Payment Channel gilt als geschlossen. Und interessant ist der Unterschied zwischen der Transaktion, die On-Chain und Off-Chain ist. In unserer Darstellung kennzeichnen wir On-Chain-Transaktionen mit einem rosa Hintergrund. Also das hier ist eine On-Chain-Transaktion und diese sind auf der Chain gespeichert. Und die Transaktionen mit dem weißen Hintergrund, diese hier existieren dagegen nur zwischen den Parteien und wurden noch nicht in der Blockchain hinterlegt. Nun kann Alice oder Bob eine erste Transaktion erstellen und es muss noch keine Zahlung erfolgen. Und in dieser Zahlung, eben da noch nichts geflossen ist, wird wieder dieser Bitcoin an Alice zurückgegeben. Bob erhält 0. Diese Transaktion wird von beiden signiert, aber noch nicht in die Blockchain übertragen. Und so eine Off-Chain-Transaktion kann man machen, muss man nicht, bringt in diesem Fall nicht viel. Es verdeutlicht einfach nur, dass diese Transaktion Bob und Alice nichts kostet, da eben diese Transaktion Off-Chain ist. Nun, nachdem der Payment Channel etabliert ist, das heißt, Alice hier hat diesen Payment Channel eröffnet mit einem Bitcoin, können Alice und Bob Zahlungen durchführen, ohne dass diese in der Blockchain landen. Und der Prozess läuft wie folgendermaßen ab. Nehmen wir an, Alice möchte 0,1 Bitcoin an Bob übertragen. Dafür erstellt sie eine neue Transaktion, die den aktuellen Stand widerspiegelt. 0,9 Bitcoin würden an Alice zurückgehen und 0,1 Bitcoin an Bob. Und beide Parteien signieren diese neue Transaktion, veröffentlichen sie aber noch nicht in der Blockchain. Und wenn Alice noch weitere Bitcoins an Bob schicken möchte, zum Beispiel sie möchte nochmals 0,1 Bitcoin an Bob senden, erstellt sie eine neue Transaktion mit der aktualisierten Verteilung. Das heißt 0,8 Bitcoin für Alice und 0,2 Bitcoin für Bob. Auch diese Transaktion wird von beiden signiert, aber noch nicht gebroadcastet. Und dieser Prozess kann beliebig oft wiederholt werden. Jede neue Transaktion ersetzt dabei die vorherige. Und eine wichtige Eigenschaft ist, dass jede dieser Transaktionen die vorherige ungültig macht. Und das funktioniert, weil jede neue Transaktion den gleichen Input referenziert, nämlich die ursprüngliche Funding Transaction, aber eine aktuellere Aufteilung der Bitcoins erhält. Und in unserem Beispiel sehen wir, wie sich die
Balance schrittweise verschiebt von der initialen 1 zu 0. Das heißt, Alice erhält 1 Bitcoin, Bob erhält 0 Bitcoins, über 0 zu 9 zu 0,1, dann 0,8 zu 0,2, bis jetzt, dass Alice 0,7 Bitcoins erhält und Bob 0,3 Bitcoins. Und jede dieser Änderungen existiert nur als signierte Transaktion zwischen Alice und Bob und nicht auf der Blockchain. Erst wenn einer der Beteiligten den Channel schließen möchte, wird die letzte von beiden signierten Transaktionen in die Blockchain übertragen. Und diese finale Transaktion reflektiert dann die endgültige Verteilung der Bitcoins zwischen Alice und Bob. Ein wichtiger Aspekt ist bei der finalen On-Chain-Transaktion ist der Timeout. Sollte Alice eine alte Transaktion broadcasten, zum Beispiel 0,9 an Alice und 0,1 an Bob, hat Bob in diesem Timeout die Zeit, die neueste Transaktion zu broadcasten. Das heißt, es wird in diesem Fall die letzte Transaktion dann ausgeführt. Und auch hier haben wir das Problem, dass wenn Bob offline ist und diese Transaktion von Alice nicht mitkriegt, dann wird die Transaktion 09 an Alice und 01 an Bob ausgelöst. Da aber eben diese Transaktion, die letzte Transaktion durchgeführt worden ist, bekommt Alice 0,7 zurück und Bob 0,3 Bitcoin. Lassen Sie uns das mal von einer anderen Perspektive von den Payment Channels betrachten, die die Funktionsweise noch einmal verdeutlicht. Und das hier stammt von einem Artikel von Horizon Academy. Das ist diese Darstellung hier. Initial haben wir die Einzahlung von einem Bitcoin durch Alice in den Multisig-Contract. Das haben wir uns ebenfalls in unseren Slides angeschaut. Das ist diese Channel Opening hier. Und der erste State zeigt die komplette Zuordnung des Bitcoins zu Alice. Und jede neue Transaktion stellt einen neuen State dar, bei dem sich die Verteilung der Bitcoins zwischen Alice und Bob ändert. Das sind diese Updates hier. Und was besonders wichtig ist, für jeden State existiert eine vollständig signierte Transaktion von beiden Parteien. Diese Transaktionen sind gültig, werden aber nicht in die Blockchain übertragen. Nur die jeweils letzte Version repräsentiert den aktuellen Stand der Verteilung. Die Abbildung macht deutlich, dass wir für jeden State immer die gesamte Bitcoin-Menge zwischen Alice und Bob aufteilen. Wenn Alice beispielsweise 0,3 Bitcoins an Bob überträgt, dann enthält die neue Transaktion eine Aufteilung von 0,7 Bitcoins für Alice und 0,3 Bitcoins für Bob. Und diese Darstellung verdeutlicht auch, dass jeder neue State den vorherigen ersetzt. Erst wenn der Channel geschlossen wird, wird die finale Verteilung in der Blockchain festgehalten. Alle Zwischenstände bleiben off-chain und belasten entsprechend die Blockchain nicht. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie direkte Payment Channels funktionieren, können wir uns einer erweiterten Anwendung zuwenden, und zwar den indirekten Payment Channels. Stellen wir uns folgende Situation vor: Alice und Bob haben einen Payment Channel und Bob und Charlie haben ebenfalls einen Payment Channel. Und beide Channels sind jeweils mit einem Bitcoin gefüllt. Diese indirekten Payment Channels sind wichtig, denn sonst muss bei jedem Micropayment ein Payment Channel eröffnet werden und wir wollen ja vermeiden, dass wir viele Transaktionen auf der Chain speichern. Und die interessante Frage ist nun, wie kann Alice 0,5 Bitcoins an Charlie senden, obwohl sie keinen direkten Payment Channel mit ihm hat? Und hier kommen wieder die Hash Timelock Contracts ins Spiel, die wir bereits von den Atomic Swaps kennen. Und zwar die Grundidee ist, dass wir die existierenden Channels zwischen Alice und Bob Charlie nutzen können, um eine Zahlung von Alice zu Charlie zu ermöglichen. Bob fungiert dabei als Vermittler, aber, und das ist entscheidend, er kann das Geld nicht stehlen oder andersweitig missbrauchen. In beiden Payment Channels ist jeweils ein Bitcoin gespeichert
Ohne einen direkten Channel zwischen Alice und Charlie würde eine Überweisung normalerweise bedeuten, dass Alice und Charlie einen neuen Channel eröffnen müssen. Mit Hash-Timelock-Contracts können wir stattdessen die bestehenden Channels nutzen, um eine sichere atomare Transaktion über mehrere Hops hinweg durchzuführen. Und diese Technik ist fundamental, zum Beispiel für das Bitcoin-Lightning-Netzwerk, und sie ermöglichen es, ein Netzwerk von Payment Channels aufzubauen, in dem Zahlungen auch zwischen Teilnehmern möglich sind, die keine direkte Verbindung haben. Schauen wir uns an, wie eine solche indirekte Zahlung über Hash-Timelock-Contracts konkret abläuft. Charlie, der das Geld erhalten soll, beginnt den Prozess, indem er ein Secret erstellt. Dieses Secret hasht er und teilt den Hashwert mit Alice. Alice nutzt ihren Payment Channel mit Bob und erstellt einen Hashed Timelock Contract. Dieser wird aber noch nicht gebroadcastet, diese Transaktion. Und dieser besagt, wenn Bob das richtige Secret präsentiert, erhält er 0,6 Bitcoins von Alice und darf 0,1 Bitcoin als Kommission behalten. Der Hashed Timelock Contract enthält also das Hash des Secrets, das ursprünglich von Charlie erstellt wurde. Bob sieht nun, dass er 0,6 Bitcoins erhalten kann, wenn er das Secret kennt. Also erstellt er einerseits einen Hash-Timelock-Contract in seinem Payment-Channel mit Charlie, und wenn Charlie das Secret preisgibt, erhält er 0,5 Bitcoins von Bob. Und da Charlie das Secret selbst erstellt hat, kennt er das Secret natürlich, und er weiß auch, dass er die 0,5 Bitcoins sicher bekommt, wenn das Secret in dieser Transaktion on-chain veröffentlicht wird. Charlie schickt nun das Secret an Bob. Wenn das nun nicht passieren sollte, kann Bob den vorletzten gültigen Stand on-chain speichern. Charlie hat dann immer noch Zeit, die letzte Transaktion zu broadcasten, was wiederum das Secret veröffentlichen würde. Nun hat Bob also das Secret von Charlie erhalten. Und Bob weiß nun anhand vom Secret, dass er die 0,6 Bitcoins von Alice erhalten wird, wenn er diese Transaktion rechtzeitig on-chain broadcastet. Nun sendet Bob das Secret an Alice, und wenn das nicht passiert, kann Alice den vorletzten gültigen Stand on-chain broadcasten und das gleiche Spiel machen wie bei Bob und Charlie, und Bob würde die 0,1 Bitcoin als Kommission nicht erhalten. Aber Bob kann reagieren und seine letzte Transaktion broadcasten, was wiederum das Secret veröffentlichen würde. Nun kennt also Alice auch das Secret, das heißt, Bob hat das Secret geschickt und weiß, wenn diese Transaktion rechtzeitig gebroadcastet wird, dann bekommt sie 0,4 Bitcoins und Bob die 0,6 Bitcoins. Und diese Zahlung ist atomar. Entweder geht sie komplett durch, dann erhält Charlie 0,5 Bitcoins von Bob und Bob erhält 0,6 Bitcoin von Alice, oder sie findet gar nicht statt. Es ist nicht möglich, dass Bob die Bitcoins von Alice erhält, ohne dass Charlie seine Bitcoins von Bob bekommt. Und das alles ist eben vom gleichen Secret abhängig, das im Notfall on-chain gespeichert wird. Und diese Technik wird auch bei anderen Projekten eingesetzt, insbesondere beim Lightning-Netzwerk. Dort können wir mehrere dieser Payment-Channels miteinander verbinden, um ein Netzwerk zu schaffen, das Zahlungen über viele Zwischenstationen hinweg ermöglicht. Das Finden dieser Payment-Channels von A nach B nennt man auch Routing. Und beim praktischen Umsetzen müssen zunächst die möglichen Routen im Netzwerk gefunden werden, und diese Routen werden durch verkettete Payment Channels gebildet. Dabei ist wichtig zu beachten, dass jeder Intermediärnode, der an der Route teilnimmt, eine kleine Gebühr für seinen Dienst erhält. Und auf dem Medium-Artikel, den ich verlinkt habe, finden Sie eine detaillierte technische Beschreibung, wie diese Routing-Mechanismen im Lightning-Netzwerk funktioniert. Und dort wird auch erklärt, wie das mit den Bitcoin-Opcodes verwendet wird und wie die Zahlung über 5 verschiedene Nodes hinweg durchgeführt werden kann. Der Prozess läuft dabei immer nach dem gleichen Muster ab. Das Secret wird am Zielort erstellt, der Hash wird zum Sender zurückgeleitet und dann werden die Hash-Timelock-Contracts entlang der Route aufgesetzt. Sobald das Secret offengelegt wird, löst dies eine Kettenreaktion aus,
bei der alle Hash-Time-Lock-Contracts miteinander ausgelöst werden. Diese Technologie ermöglicht es, ein skalierbares Zahlungsnetzwerk aufzubauen, das schnelle, kostengünstige Transaktionen erlaubt, ohne jede einzelne davon in der Blockchain zu verankern. Und das Spannende dabei ist, dass man hier einfache Methoden hat. Man hat Hashlocks, man hat Timelocks, man hat Multisig und damit kann man ein komplexes Payment-System realisieren.